Kapitel 12. Blutsverwandt. Weite Wiesen, die Bäume im Rücken. Dies war ein Schlachtfeld. Dies war das Schlachtfeld, auf dem sich ein Kampf austragen sollte, in dem es nicht für alle einen Ausweg gab. Ein Schlachtfeld, dessen Host nicht selber beiwohnen würde. Warum auch? So dachte Asche. Omegon hatte anderes zu tun. Oder etwa nicht? Seid ihr also auch endlich angekommen? Ihr lasst mich warten. Das schätze ich nicht. Wobei ich eure Präsenz in dieser Welt allgemein nicht schätze. Gerade du, Darkrai. Du solltest inzwischen wissen, dass du nicht willkommen bist. Omegon. Du wagst also dein Gesicht hier zu zeigen. Einer Schlacht wie dieser muss ich doch beiwohnen. Gerne hätte ich das auch im verborgenen Land getan. Allerdings war es mir zu riskant. Im Gedanken, dass es keine Überlebenden geben sollte. Oder zumindest wenige. Dass ihr es tatsächlich alle geschafft habt. Ich bin überrascht. Womit Asche allerdings nicht rechnete, war, dass selbst Sakit die Begegnung mit der weltlichen Gestalt des Weltengeistes offensichtlich nicht erwartet hatte. Wenn man es denn Begegnung nannte. Die Gestalt, welche Omegon sich hier gab, war immerhin nichts als die einer winzigen Echse, im ewigen Gras völlig versteckt. Lord Omegon. Du bist hier. Weshalb? Habe ich das nicht bereits gesagt? Ich möchte der großen Schlacht beiwohnen. Also tritt zu mir, Sakit, mein Freund. Nach einem letzten Schulterblick zu seinen Söhnen, schritt der Diener voran. Was sollte er sonst tun? Er war ein Diener, nicht mehr. Er konnte nichts tun, außer gehorchen. Ist es nicht ein vertrautes Bild? Genau so standen eure Parteien sich auf der Vulkaninsel gegenüber. Nun, abgesehen von Mew, der an eurer Seite stand, der aber auch enttäuschend blieb. Wir alle Stimmen des Lebens. Und heute, nun heute, gibt es einen neuen Kampf. Doch wie sagen wir alle immer? Im eigenen Weltenbaum mischen sich die Karten neu, gerade wenn es um mich geht. Die Sonne schwand, als wäre sie nie da gewesen. Erneut sollten Sterne über den Kampf wachen. So wie bereits in der Schlacht gegen die Stimme einer neuen Zukunft. Einen Unterschied gab es jedoch, denn die Sterne schienen zu kreisen. Wie ein Strudel. Und in ihrem Zentrum sammelte sich Energie. Sakit, mein Freund. Ich habe dir vor langem einen Teil meiner Kräfte anvertraut. Sie waren offensichtlich nicht genügend. Die Energie des Sternstrudels begann nun, sich aus dem Himmel zu senken und kreiste um das Arcani. Es wird Zeit. Du glaubst nicht siegen zu können. Was dich abhält, bist du, deine Schwäche, dein mickriger Verstand. Also gib dich hin. Was dein Geist war, wird Sternlicht. Spüre die Kraft aus dem Himmel, die Energie des ehrlichen Elementes. Dann sehen wir, was für Potenzial du wahrlich hast. Die Energie kreiste schneller und schneller und schneller. Unser Kid war stark eingeschüchtert und belastet. Aber ich will diese Kraft nicht. Ich will nicht meinen Willen geben. Wenn ich kämpfe, dann als Krieger, egal ob in Sieg oder Niederlage. Dein Willen, Sakit, mein Freund. Mir scheint, hier liegt ein großes Missverständnis vor. Mir muss etwas Wichtiges entgangen sein. Denn mir ist nicht bewusst, seit wann deine Meinung in unserer Abmachung etwas bedeutet. Dein Willen hast du aufgegeben,
in dem Moment, in dem du dich mir unterworfen hast. Die Sterne wachen, die Sterne blicken, die Sterne schworen. Überlege dir, was du tust. Erneut fielen die Augen des Arcani auf seine Familie, seine Söhne und ihr Team. In seinem Blick spiegelte sich Furcht. Furcht, aber auch Resignation. Ihr seid so stark geworden, eure Gruppe. Sie hat wahrlich die Macht, Götter zu stürzen, aber Omegon ist mehr als ein Gott. Ich habe keine Wahl, es tut mir leid. Schneller und schneller, inzwischen wie ein einziger Kreis rein Lichtes, drehte sich die Energie. Ich bin bereit, Lord Omegon. Sakit war nicht bereit. Er hätte es nie sein können. Nicht für die Kraft der Sterne im Herzen des eigenen Heimes. Sofort durchzog sie den ganzen Körper des Arcani und mehr. Sie war viel zu viel zu viel für eine so sterbliche Gestalt. Und sie verzerrte den Körper, um sich selber mehr Platz zu schaffen. Was die Sterne aus dem Körper des Arcani schufen, hatte nur noch Spuren des Pokémon an sich. Im Namen des Nachthimmels färbte sich das Fell in dunklem Blau, wenn man es denn noch als Fell bezeichnete. Ob es solches war, erkannte man kaum. Der gesamte Körper schien von einer Flüssigkeit zu überzogen. Ebenfalls dunkelblau. Als wäre das Sternlicht in das Blut des Arcani eingedrungen. Doch nun erfüllte zu viel Blut den Körper und der Überschuss musste nach außen dringen. Dies geschah primär durch massive, stachelartige Fortsätze, welche aus der traurigen Gestalt hinausschossen. Der vorher so gequälte Blick verlor an jeder Substanz. Pures Sternenweiß strahlte noch hervor. Auch jenes Cape, welches das Arcani über den ganzen Körper getragen hatte, schien mit der Gestalt verschmolzen zu sein. Das Einzige, was visuell identisch blieb, war neben dem groben Umriss die Waffe, welche das Arcani bereits durch die Sterne zuvor erhalten hatte. Die Sense. An ihr selber änderte sich nichts. Genauso wenig wie an den drei anderen, die es allesamt letztes Mal noch nicht gab. Die letzte sichtbare Änderung war ein minimales Wachstum des Feindes. Es war wahrlich nicht viel, doch es war so viel, wie möglich war, damit die Gestalt nicht unter sich selbst zusammenbrach. Ja, genau so! Genau so habe ich mir das vorgestellt! Merkst du es nicht, Sakit? Die Macht! Spürst du schon die neue Zukunft? Die Aura des Imperiums! Zeig sie mir! Zeig sie diesen Pokémon! Die winzige, im Gras versteckte Echse wandte sich an die Krieger seiner Feinde. Und ihr! Zeigt mir endlich eure Macht! Ich habe so viele Geschichten gehört! Die Schlechter der Stimmen des Lebens! Söhne von Macht und Weisheit, die Blutlinie des Götterboden, Führer der Emotionen. Jetzt will ich es sehen. Ist eure Macht echt? Ist sie echt, wird sie euch leiden? Oder sind es Märchen über eine Gruppe an Schwächlingen, die nichts als Gewalt kennt? Ohne Technik, ohne Sinn. Denn lasst euch eins gesagt sein. Rohe Macht kann euch nicht zum Sieg führen. Nichts kann euch zum Sieg führen. Also los! Die Diener einer endenden Ära der Weltengeister. Gegen den Diener meiner Allmacht. Kämpft! Diesem Ausruf folgte der Diener Omegons sofort. Alles, was in seinem Herzen Sakit war, schien fort. Alles, was blieb, war eine Bestie. Eine Bestie mit der Ausstattung, eine größere Schlacht zu liefern als noch am Vulkan.
Alleinig die vier Sensen veränderten vieles. Zwar war die Waffe als solche immer noch, genauso wie am Vulkan. Doch schon damals war sie gewesen wie ein eigenes Wesen. Und nun gab es vier von diesen. Somit fühlte sich, was einst eine Überzahl war, kaum an wie eine solche. Gut, dann dieses Mal eben etwas fairer. Der realistischste Ansatz wäre es wohl, die Waffen des Monsters zu zerstören, um im Anschluss als Gruppe den wahren Feind zu stürzen. Und genau das würde der Plan auch sein. Jedes Pokémon befasste sich mit einer der Waffen. Jedes außer Asche. Asche wollte beenden, was er am Vulkan begonnen hatte. Eine Rache. Rache für einen Verlust, an dem das Arcani schuld war. Welches nun nicht mehr wahrlich selbst war. Aber es änderte nichts, nicht für Asche. Es war Sakit. Es war ein Verräter. Es war ein Mörder. Und vor allem war es sein Feind. Sol, Funkenherz, Latira, Darkrai. Sie alle konnten sich gut mit den Waffen des Feindes befassen. Sie würden klarkommen und wenn nicht, kam Sol vermutlich gut genug für mehrere klar. Um sie brauchte Asche sich keine Sorgen zu machen. Sorgen brauchte der Diener Omegons. Und Omegon selber. Der Tyrann wollte also die Macht seiner Feinde kennenlernen. Dieses Voluna war weit mehr als das kleine Vulpix, welches einst im Anblick des Tyrann fast Bewusstsein verlor. Er war Asche. Und wenn Omegon ihn nicht respektieren wollte, dann würde er ihm Respekt lehren. Der Kampfstil des Dieners war eine Mischung aus den Sterntechniken der Stimme einer neuen Zukunft und den Techniken, welche Sakit am Vulkan genutzt hatte. Weitreichende Projektile und grelles Licht kombinierten sich mit der Betäubungstechnik und natürlich auch mit normalen Angriffen. Allerdings änderte sich auch ein wichtiger Fakt vom Vulkan nicht. In seiner größten Rage konnte Asche Betäubung und Feuer ignorieren. Sie bewirken nichts. Natürlich wurde alles andere ebenfalls mächtiger, um dieses Mal einen tatsächlich spannenden Kampf zu kreieren. Keine Dominanz hier auf dem Vulkan. Und doch schien ein Faktor exakt identisch zu bleiben. Sol hatte bei dem letzten Kampf mit seinem Vater das Gefühl gehabt, dass das Arcani Rückhalt zeigte, nicht mit ganzer Kraft kämpfte. Weil er es nicht gewollt hatte. Heute stand ihm allerdings jemand gegenüber, in dem scheinbar nichts von Sakit verbleiben sollte. Aber das konnte nicht stimmen. Denn der Rückhalt schien erneut zu leben. Vielleicht war es auch nur Furcht, eine Ideenlosigkeit durch Asches Kraft und Fähigkeiten. Vielleicht war es aber auch Rückhalt. So oder so, das Fukano hatte für nun einen anderen Gegner. Wenn man einen Gegenstand denn als solchen bezeichnen wollte. Der große Schwachpunkt der Sense in einem 1 gegen 1 war immense Vorhersehbarkeit. Es war deutlich, diese Waffen waren eher zum Stören und Schaden in einem Kampf gedacht, in dem der Diener einem Feind gegenüberstand. Denn, ja, wie würde eine Sense nur angreifen? Sonderlich viel aushalten tat die dünne Klinge auch nicht. Sie war wirklich nicht dafür geschaffen, alleine ein auch nur halb trainiertes Pokémon zu besiegen. Und unter diese Kategorie fiel in der Gruppe um Asche niemand, denn sie waren alle weit besser trainiert. Es war nichts als Zeitverschwendung. Und Asche hatte nicht vor, Zeit zu verschwenden, denn er zeigte in seinem Duell keinen Rückhalt. Die Hauptwaffe des Voluna war jene, welche er im letzten Kampf gegen seinen Vater nur für den finalen Stoß genutzt hatte. Dornenranken. Auch von Sternen durchzogen war es ansonsten ein Kampf des Feuers gegen Feuer. Ein Duell ohne große Wirkung. Große Wirkung zeigten allerdings Krallen. Problematischerweise im Kampf gegen und nicht von Asche. Nicht alles hatte sich auf den Monaten der Reise geändert. Genau noch wie zu Beginn, als damals Flamme gegenüber Sakit im Weltenbaum des Forstes stand, war der heutige Asche körperlich unterlegen. Seine Stärke, seine Geschwindigkeit, sie waren weniger ausgereift.
Sakid war, anders als es viele im Walddorf dachten, niemals der Beste, niemals auch nur ein guter Krieger gewesen. Aber der stärkste Kämpfer des Dorfes. Daran gab es keinen Zweifel. Aber das hier war nicht Sakid. Es waren nur noch Omegons Diener. Es war mehr als ein Titel geworden. Es wurde sein ganzes Sein. Sakid wollte das hier nicht. Sakid wollte das hier alles nicht. So rau der Krieger oft gewesen war. So sehr er selber einst auf Krieg hoffte. Es war alles im Wunsch für das Beste an seiner Heimat gewesen. Einst hatte er dafür die Feindschaft mit dem Vulkandorf befeuert. Doch nun wollte er keinen Krieg. Nur gab es keinen Weg. Nur gab es keinen Weg. Er wusste Omegons wahre Ausmaße, die wahren Pläne. Und er entschied sich zu opfern, was ihm an Moral verblieb, um damit seinem Heim die Zukunft zu sichern. Aber Sakid war kein Monster. Er selber vergaß diesen Fakt nur zu oft. Heute war kein solcher Tag. Heute konnte Sakid nur blicken, wie eine fremde Kraft seine Gestalt in den Kampf führte. Ein Kampf gegen seine eigenen Söhne. Eine Kraft, gegen die er sich nicht wehren konnte und es auch nicht wollte. Denn was, wenn er sich wehrte, würde er damit nicht seinen Schwur zu Omegon brechen? Alles, was das Akani tun konnte, war zuschauen und hoffen. Hoffen, dass er selber verlor. Es ging nicht mehr um ihn. Seine Rolle war erfüllt, die letzten Schritte gegangen. Und die Vergangenheit war in Stein gemeißelt. Und die Zukunft? Einst hatte das Akani nicht mit dem Gedanken leben können, jemals von der Geschichte vergessen zu werden. Heute wünschte er sich beinahe, dass er das würde. Aber tief in seinem Herzen ahnte er, vergessen würde er nicht so einfach werden. Nicht für das Pokémon, das er selber war, doch dafür, wem er Leben schenkte. Er war der Vater zweier Pokémon, deren Namen auf ewig durch die Geschichte hallen würde. Und dies war, wofür er geboren wurde.